empören uns einfach nicht genug. Wir sollten uns viel mehr empören. Wir müssen uns viel öfter Gehör verschaffen. Es ist gut, dass ihr alle da seid, aber wir müssen uns mehr empören. Wir müssen lernen, uns wieder erneut zu empören. Auf die Straßen gehen, reden, sagen, was wir brauchen. Wir wollen sichere Wege. Wir wollen uns nicht teilen lassen. Gerade wir hier. Ich meine, wir sind gerade hier in Berlin. Und es werden wieder in einer anderen Form, es werden wieder Mauern gezogen, es werden Grenzen gezogen. Und wir lassen das mit uns machen. Das geht nicht. Wir müssen uns empören. Wir müssen aufschreien. Wir müssen uns Gehör verschaffen und sagen, hey, wir sind auch noch da und wir sind nicht dafür. Wir möchten das nicht. Und wir lassen das nicht mit uns machen. Wir möchten menschlich sein. Wir möchten andere Menschen unterstützen. Gerade Menschen, die vor Krieg fliehen. Menschen, die unsere Zuflucht brauchen. Menschen, die unseren Schutz brauchen. Die müssen wir unterstützen. Und dafür müssen wir immer und immer wieder aufstehen. Wir müssen uns empören und wir dürfen nicht zulassen, dass das Rechte wieder hier Oberhand gewinnt. Es ist gerade in den letzten Wochen immer und immer wieder geschehen. Und das gemischt mit den derzeitigen Situationen, die wir gerade an den Grenzen haben. Wir müssen zusammenhalten. Und deshalb bitte ich euch, jeden Einzelnen von euch jetzt Gesicht zu zeigen, mit unserem Schild einmal durch die Welt zu gehen. Bitte auch über Facebook, über Twitter. Wir wollen heute die Leute stürmen. Wir wollen zeigen, dass wir hier sind. Dass wir Berliner auch hier sind. Und dass wir sagen, safe passage for all. Safe passage now. Bitte geht und bitte zeigt Gesicht. Ich danke euch, dass ihr hier wart.